Wir sind mittendrin im Aufstiegskampf der dritten Liga. Der SVW in Wiesbaden will wieder hoch, muss heute aber erstmal die schwierige Aufgabe gegen den TSV 1860 München lösen. Und damit herzlich willkommen zu Heimspiel live hier aus der Brita Arena in Wiesbaden. Schön, dass Sie dabei sind zum Duell des Tabellenzweiten WN Wiesbaden gegen den Tabellen 68 München. Bevor wir aber live reingehen in diese Partie, wollen wir Ihnen nochmal einen Spieler besonders in den Fokus rücken, für den das kein normales Spiel ist. Die Rede ist von Benedikt Hollerbach, dem Top-Torjäger des SVW in Wiesbaden. 14 Buden hat er in dieser Saison schon gemacht, steht damit auf Platz 2 der Torjägerliste. Und er hat 4 Jahre lang für den TSV 1860 München im Nachwuchs gespielt. Das ist also eine kleine Jugendliebe zwischen Benedikt Hollerbach und den Münchner Löwen. Und deshalb sind heute auch ein paar alte Kumpels mit hierher nach Wiesbaden gekommen. Die stehen hier drüben irgendwo im Löwenblock und werden natürlich ihren alten Kumpel besonders im Auge haben. Es gab ein paar Frotzeleien vor dem Spiel, hat Benedikt Hollerbach uns verraten. Und er will natürlich seinen alten Kumpels hier und heute den Nachmittag so richtig vermiesen. Ob das klappt, schauen wir uns jetzt an. Die erste Halbzeit, WN Wiesbaden gegen 1860 München. Ihr Kommentator ist Daniel Hör. Viel Spaß. Ja, danke an den Spielfeldrand, danke Sebastian. Und dann wollen wir doch mal reinstarten in diese Partie. 1860 München zu Gast in den knallgelben Trikots und WN Wiesbaden traditionell in Rot und Schwarz mit dem Mann in der Kapitänsbinde. Wir haben ihn kurz gesehen. Das ist Johannes Wurz, frisch Vater geworden. Erstes Heimspiel für ihn als Vater, also nicht nur in Kapitäns, sondern auch Vaterrolle heute. Und das ist der Trainer von 1860 München, Maurizio Jacobacci. Seit er da ist, läuft es bei den Löwen. Er hat sie wieder rausgeholt aus der Ergebniskrise, die begann nach dem Hinspiel gegen seine WN Wiesbaden, gegen das Team von Markus Kauzinski. 3:1 siegen die Löwen im Oktober 22. Und danach gab es in 14 Spielen nur einen Sieg. Dann kam Jacobacci und dann hat man das Siegen wieder gelernt. Also mit München wieder auf der Erfolgsspur unterwegs. Und WN Wiesbaden, die können den Patzer der Konkurrenz gestern ausnutzen und bis auf 6 Punkte davonziehen vor dem Relegationsplatz Nummer 3. Also schon eine kleine Vorentscheidung vielleicht, wenn man so will, erzielen in dieser Saison im Aufstiegskampf. Dafür gilt es heute, Punkte und Tore zu erzielen. Benedikt Hollerbach, wir haben ihn angesprochen gerade im Vorlauf, gegen seine alte Liebe, aufgewachsen am Starnberger See, das Kicken gelernt in Tutzing und dann relativ schnell in der Jugend von 1860 München. Hat so ein bisschen Ladehemmung in den letzten Spielen, 4-mal nicht getroffen und heute soll es dann wieder klappen mit dem Tor vor dem heimischen Publikum. 5.500 Karten sind verkauft worden, ein paar vielleicht noch an der Tageskasse. Gute Stimmung in der Brita Arena in Wiesbaden. 2 Änderungen beim Team von WN Wiesbaden in der Startformation. Brooklyn Eze ist nach überstandener Erkrankung wieder zurück auf dem linken Flügel. Und Max Reinthaler rückt in die Verteidigung. Gülen ist mit seiner 5. gelben Karte gesperrt. Bei den 60ern keine Veränderung in der Startelf. Trainer Maurizio Jacobacci hat gesagt, warum sollen wir groß was ändern? Es funktioniert doch gerade so gut. Dementsprechend schickt er die gleiche Elf ins Rennen, die zuletzt so erfolgreich gespielt hat. Los geht's, rein in die Partie Wiesbaden in der ersten Hälfte. Von rechts, von links nach rechts. Erster Ball in den 16er, da ist Hollerbach. Ah, Ballkontrolle nicht ideal, aber man sieht schon, dass Wiesbaden sich nach vorne bewegen möchte. Benedikt Hollerbach, 14 Saisontore. Sie haben es eingeblendet gesehen, ganz zu Beginn unserer Übertragung. Der zweitbeste Torschütze dieser dritten Liga. Ja, und sofort Druck auf die ballführenden Löwen. Dann aber auch immer wieder dieses Zurückfallen der Wehner. Schöner Chipball hinter die Kette. Aber der Ball schon im Tor aus. Abstoß vom Kasten von Arthur Lüsker. Schiedsrichter darf ich noch nachreichen. Das ist Lars Erbst, 28 Jahre aus Gerlingen bei Ludwigsburg. Hat diese Partie einmal schon gepfiffen zwischen 1860 München und WN Wiesbaden. Im Dezember 2020, damals, gab es ein 2:2. Zwischen beiden Teams. Und
Da haben wir Markus Kauzinski in die Erfolgsspur zurückgefunden. Wien Wiesbaden hatten so ihre Phase mit dem Tiefpunkt der Niederlage gegen Freiburg 2 vor einigen Wochen, als man 5 Spiele in Serie nicht hat gewinnen können. Und jetzt haben sie 4 Spiele in Serie gewonnen. Also die Schubumkehr wurde eingeleitet in der hessischen Landeshauptstadt. Man ist wieder gut dabei in Sachen Aufstieg. Und da hat natürlich Markus Kauzinski einen gehörigen Teil zu beigetragen mit seinem Trainerteam. Macht einen klasse Job hier in Wiesbaden. Lang. Wiesbaden gut in den Zweikämpfen drin in den ersten 2 Minuten. Und das ist der eben angesprochene Max Reintaler wieder zurück im Zentrum bei den Wiesbadenern. Wappenhaupt. Ballverlust im Mittelfeld, aber gut aufgepasst von Reintaler. Das ist Boyamba, formstarker Flügelspieler bei den 60ern. Zuletzt mit 6 Torbeteiligungen in 6 Spielen. Der blüht richtig auf unter Maurizio Jacobacci. Einer, auf den es aufzupassen gilt heute für den Defensivverbund beim SVW in Wiesbaden. Hollerbach. Man merkt ihm an, dass er motiviert ist gegen den Ex-Verein, gegen die alte Liebe und gegen seine Jungs, die im Auswärtsblock der Löwen stehen. Gerade nach dem Hinspiel hat er noch eine Rechnung offen. Dort 2-mal alleine aufs Tor gelaufen, 2-mal nicht das Tor getroffen. Das will er heute unbedingt ändern. Das ist Brooklyn Eze. Er von Markus Kauzinski im Vorlauf gelobt als Schlüsselspieler für diese Partie. Er bringt Tempo auf die Außenbahn. Das soll heute laut Matchplan von Markus Kauzinski entscheidend sein, um die Löwen immer mal wieder auch zu überrumpeln. Jakobsen. Für Mockenhaupt. Hollerbach. Erster Abschluss für den SVW in Wiesbaden. Der Kopfball von Benedikt Hollerbach. Kein Problem für Hiller im Kasten der Münchner Löwen. Niklas Lang und Jesper Verlaat bilden den Defensivverbund, die Innenverteidigung bei den 60ern. Und Lang wird hier aggressiv angelaufen von Idale. Gutes Vorchecking des Australiers. Verlaat. Steinhardt, Boyamba, Joseph Boyamba. Ihn wollen sie nicht ins Tempo kommen lassen. Wörl. Und dann die Abseitsposition. Auch das werden wir heute immer wieder sehen. Diese Chipbälle hinter die Kette. Der Versuch, so die Defensive seines Teams auszuhebeln. 2-mal versucht, 2-mal ohne Gefahr abgewandt. Moppenhaupt, zuletzt Torschütze bei den Wiesbadenern. Hand am Ball von Marcel Bär. Er kann dann noch so unschuldig gucken. Richtig gesehen von Lars Erbst. Mockenhaupt. Einwurf für die Gastgeber. Tafazofa mit Einsatz. Der Pass nicht ganz präzise von Mockenhaupt in die Mitte. Scharf gespielt. Trotzdem der Raumgewinn. Hollerbach.
sofort aggressiv angegangen. Ballgewinn der 60er. Jetzt könnte es mal schnell gehen, Boyamba. Aber gut aufgepasst erneut von Rheinthaler. Wurz. Der neue Papa Richtung Idale, aber auch da gut aufgepasst von Morgalla, einem dieser jungen Talente bei 1860 München, 18 Jahre jung, zur Stammkraft gereift in dieser Saison, macht einen fantastischen Job auf der rechten Abwehrseite, Leandro Morgalla. Jetzt am Ball. Verlaß. Ja, unpräzise mögliche Umschaltchance für den SVW in Wiesbaden. Auch darauf spekulieren sie aus einer Kompaktheit heraus, schnell umzuschalten. Auch das gehört zum Plan von Markus Kautzinski für diese Partie. Wir sehen. Wieder für Brooklyn Eze. Kleine technische Schwierigkeit. Musste aussetzen zuletzt aufgrund eines Infekts. Davor mit Traumtor gegen Zwickau zum 4:3 in diesem spektakulären Spiel in den Schlussminuten. Ja, die Leistung möchte er natürlich wieder anknüpfen. Wiesbaden versucht jetzt so ein bisschen das Ruder zu übernehmen in dieser Partie. Mit mehr Ballbesitz. Hollerbach. Und sah für mich auf den ersten Blick aus, als wenn er den Ball getroffen hätte, Niklas Lang. Auch wenn das natürlich wehtut. Dementsprechend dürfte es Eckball für das Team von Markus Kautzinski geben. Gerade gesehen der Auswärtsblock der Münchner Löwen. 2000 Fans um und bei sollen es sein, die den Weg gefunden haben in die Landeshauptstadt in Hessen. Erste Ecke für die Wiesbadener. Natürlich stehen sie da bereit, die langen Rheinthaler, Jakobsen, Wurz steht bereit. Ecke für Jakobsen. Erste Möglichkeit und das Tor für Wien Wiesbaden. 10. Minute, Fechner hat's gemacht. Applaus von Markus Kautzinski und ein fast gar nicht mehr gekanntes Gefühl für Gino Fechner. Das letzte Tor 2019 noch für Kaiserslautern gegen Jena. Und super vorgelegte von Jakobsen. Das sah einstudiert aus. Setzt sich durch im Kopfball gegen Steinhardt. Und dann Fechner in der Mitte. Und auch stark geschlagen die Ecke natürlich vom Kapitän Johannes Wurz. Natürlich das erste Saisontor für Gino Fechner. Also die erste richtige Chance in dieser Partie direkt genutzt. Wien Wiesbaden effektiv. Tor Nummer 63 für die Offensive. Die zweitstärkste der Liga nach Tabellenführer Elversberg. Löwen jetzt gefordert und Wien kann umschalten über Hollerbach. Der ist schnell, schneller als Verlat. Benedikt Hollerbach gegen zwei. Taferzofer hilft mit. Eze wird gelegt, gibt den Freistoß aus eckenähnlicher Position, wenn man das so sagen möchte. Ausgeholt von Brooklyn Eze. Wiesbaden damit in der Blitztabelle weiterhin auf Rang 2 mit 6 Punkten Vorsprung auf die Konkurrenz aus Saarbrücken und von Dynamo Dresden. Freiburg 2 darf ja nicht aufsteigen, dementsprechend spielen die da als aktuell Drittplatzierter in Sachen Aufstieg keine Rolle. Wieder Johannes Wurz.
Natürlich stehen sie da wieder in der Mitte. Wurz zum Tor gespielt, aber etwas zu hoch angesetzt geht das Tor aus. Keine Gefahr diesmal für den Münchner Kasten. Guter Beginn des SVW in Wiesbaden nach den ersten 2-3 Minuten. Die Kontrolle übernommen über dieses Spiel. Mit vielen Ballbesitzphasen und dann aus dem Standard Kapital geschlagen. Und auch das ist ja in den letzten Spielen immer wieder gelungen, nach Standards zum Torerfolg zu kommen. Zum Beispiel auch Johannes Wurz, zuletzt erfolgreich gegen Zwickau. Da entsteht immer wieder Gefahr bei den Wienern. Auch das eine der Kernkompetenzen der Wiesbaden. Wurz. Nochmal abgedreht, ruhiger Spielaufbau über die eigenen Reihen. Carstens. Fechner, der Torschütze, Mockenhaupt. Ja, schon das zweite Mal, dass sein Ball, sein Pass in den Füßen des Gegners landet. Und jetzt könnte es mal schnell gehen. Vrenetzi durchgesteckt, aber Abseitsposition richtig erkannt. Geht gar nicht mehr richtig hin. Stefan Lex dürfte das gewesen sein im Zentrum. Zuletzt ja auch gegen Ex-Verein Ingolstadt mit einem Doppelpack. Richtigen Zeitpunkt für das Abspiel verpasst. Fechner. Ah, ein bisschen steil gespielt für Eze, dieser Ball. Der ist zwar schnell, aber nicht schnell genug. Benedikt Hollerbach. Sicherlich derjenige, der die schwierigste Aufgabe heute hat. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht zu Hause, liebe Zuschauer. Aber eigentlich lässt man sich ja ganz gerne von seinen Freunden unterstützen. Und er hat verraten, mehr dazu auch in der Pause, dass heute mit Sicherheit nicht alle seiner Freunde ihm unbedingt die Daumen drücken. Mehr dazu später mit Sebastian Ried. Nach dem ersten Durchgang. Fechner. Platz für Hollerbach. Jetzt ist Linksraum für Eze. Aus der Position hat er getroffen gegen Zwickau. Eze. Aber gut aufgepasst von Leandro Morgalla. Nächste Ecke. Gute Grätsche des Youngster. Aber auch mit 2-3 Kontakten gut rausgespielt, diese Möglichkeit von Wien Wiesbaden. Eine Verlagerung. Hollerbach mit guter Übersicht. Nächster Standard, nächste mögliche Gefahrenquelle. Kurz. Oh, nächste Kopfballchance. Ist da ganz schön viel Freiheit, ganz schön viel Platz für seinen Kopfball. Florian Carstens müsste das gewesen sein. Bekommt ihn nicht richtig aufs Tor gedrückt. Da war mehr drin, also die Löwen aus München anfällig bei Standards. Das kristallisiert sich so langsam hier raus in dieser Partie. Oyamba, gut den Ball gerettet. Mockenhaupt revanchiert sich. Und wird dann gelegt, Spiel geht weiter. Aldel gegen Verlat könnte weiter laufen und weiterspielen. Spiel läuft auch weiter. Und dann schießt er noch seinen eigenen Mann ab. Also John Aldale, ich finde, er kann er weiterspielen. Wenn er aufsteht, kann er den Verlat abschütteln und Richtung 16er marschieren. Hat er zu lange auf den Freistoßpfiff gewartet, für meine Begriffe. Ohnehin bin ich Freund davon, Fußball zu spielen, bis der Schiedsrichter pfeift. Und dann zu gucken, wie entschieden wird. Meistens die bessere Variante. Oyamba. Niklas Lang mit 20 Jahren, noch ein junger Mann hinten in der Innenverteidigung. Jesper Fellert, der Niederländer mit 26, muss da den Laden zusammenhalten.
bisher nur teilweise geglückt. Wörl. Wiesbaden stellt das gut so in der Rückwärtsbewegung mit einer Fünferkette hinten am 16er. Davor ein Vierer-Mittelfeld mit den beiden Außen Hollerbach und Wurz, die sich zurückfallen lassen. Und dann gibt es diese Umschaltmomente über Hollerbach. Wurz. Für Idale etwas in den Rücken gespielt. Morgalla passt auf. Aber genau auf diese Momente spekulieren sie beim SVW in Wiesbaden. Ballverlust 60, schnelles Umschalten mit 3-4 Kontakten Richtung 16er und dann zum Abschluss kommen. Ball von Jakobsen an Boyamba. Neuaufbau über die eigene Abwehr. Lang. Ball ins Nichts, Ball in den Fuß von Arthur Lüsker. Bisher noch relativ arbeitslos im Verlauf dieses Spiels. Reintaler. Ein bisschen höheres Anlaufen der Gäste. Und deshalb geht es zurück zum eigenen Keeper und zum Torschützen aus der 10. Minute, Gino Fechner. Nach langer Durststrecke der Knoten geplatzt. Langer Ball auf Hollerbach, zu lang. Macht es eng vor dem eigenen 16er. Trotzdem die Abschlusschance. Und Lüsker mit einer Hand. Erste Probe für den Keeper. Frenetzi hat es versucht. Der beste Vorbereiter von 1860 München. Hat einen feinen Fuß. Erste Ecke für die Gäste. So, Ball muss noch richtig liegen, muss die Linie berühren. Boyamba und Frenetzi. Frenetzi, flache Variante. Arme eng am Körper, kein Handspiel in irgendeiner Form. Da muss man ja immer ein bisschen aufpassen. Situation vorerst bereinigt. Hiller. Hier der Versuch des langen Balles. Lüsker ist da. Ball nicht im Aus, weiter geht's. Ja, gute Arbeit im Defensivverbund der Wehner. 60 aber weiter im Ballbesitz. Foul an Schaffer-Zofer. Und hier nochmal der Abschluss von Vrenetzi. Geht er lieber auf Nummer sicher, Lüsker mit einer Faust. 43 Gegentore hat er schon schlucken müssen in dieser Saison. Das ist die schwächste Defensive der Wiesbadener von den Top-Teams. Aber in Sachen Tordifferenz sind sie gut mit dabei, weil die Offensive eben liefert. Heißt,
Grundsätzlich gibt es erstmal Spektakel, wenn Wien Wiesbaden mit dabei ist. 105 Tore schon mit ihrer Beteiligung in dieser Saison. Immer wieder der Sechser, der sich versucht, die Bälle zu holen. Hollerbach lässt sich jetzt auch mal fallen. Aber direkt früh angegangen, Benedikt Hollerbach. Natürlich der Gefahrenherd vorne im Sturmzentrum. Da ist immer mindestens ein Wachhund mit dabei. Und trotzdem kommen sie durch. Eidel. Der Abschluss aus der Distanz, nicht richtig getroffen. Taferzhofer. Nicht ganz so leicht zu nehmen. Nächste Abschlusschance. Und da haben wir nochmal das Tor. Diese Variante. Und da hat er ganz schön viel Platz. Gino Fechner in der Mitte. Super gemacht. Börn. Morgalla. Jetzt wird der Ball bei den 60ern. Wieder Mörl. Sie finden noch nicht das Mittel gegen diese Defensive. Jetzt vielleicht Steckpass und Riesenchance. Kaum sage ich's. Marcel Bär, der Torschütze, der Torschützenkönig der vergangenen Saison mit der großen Ausgleichschance für den TSV 1860 München. Einmal die erste Kette überspielt, aber es wäre sowieso abseits gewesen. Fahne des Assistenten geht auch hoch. Manuel Bergmann und Tobias Endriss an der Linie. Insofern alle Aufregung umsonst. Steinhardt findet keine Anspielstation vorne, also hintenrum über Verlat und Oyamba rustikal von Jakobsen angegangen und Sascha Mockenhaupt macht noch nicht die ganz glückliche Figur heute. Ein, zwei Ballverluste in der Vorwärtsbewegung. Zwei, drei nicht ganz präzise Pässe. Auch jetzt wieder der kleine technische Fehler. Noch nicht ganz angekommen in dieser Partie. Der rechte Schienenspieler bei Wien Wiesbaden. Eze, jetzt mal mit Platz. Brooklyn Eze. Aber gut mit nach hinten gearbeitet. Hat er sich ein bisschen zu viel Zeit gelassen mit dem Abspiel. Konter. Der Löwen läuft. Lex. Aber sofort die Wiesbadener wieder alle hinter dem Ball, alle elf jetzt mal angelaufen von Eidel. Oyamba gegen Mockenhaupt. Kein Foulspiel. Reintaler Carstens, damit haben wir die Abwehrkette hinten einmal durch. Wieder Max Reintaler über den hinten, der Aufbau läuft. Schöne Verlagerung auf Brooklyn Eze. Hollerbach. Gute Flanke für Wurz! Klasse durchgesetzt von Benedikt Hollerbach auf der linken Seite und Johannes Wurz mit klasse Kopfball nutzt da seine Größe von 1,82 und dann aber auch das Körpergewicht, das er mitbringt. Stattliche Figur der Kapitän des SVW in Wiesbaden und klasse Parade von Marco Hiller. Super Reaktion. Verzeichnen. Per Kopf wird es gefährlich beim SVW in Wiesbaden. Jetzt vielleicht wieder nach der Ecke. Wurz.
Ja, da versuchen sie es robbenähnlich zu machen. Zweiter Ball landet nochmal beim Kapitän. Flach rein. Nochmal Wurz. Und dann ist die Gefahr geklärt. Hollerbach vorher mit dem Versuch der Direktabnahme. Jetzt mal 60. Aufmerksam. Hollerbach in der Rückwärtsbewegung gefordert. Aber gut aufgepasst auch von Max Reinthaler. Gefällt mir richtig gut. Sehr aufmerksam hinten im Zentrum. Hat gut wieder reingefunden in diese Mannschaft. Deichmann. Einer der Torschützen im Hinspiel zum 1:0. Seitdem ohne Torerfolg im Übrigen. Wie alle im Hinspiel. Alle Torschützen des Hinspiels seitdem ohne Treffer in der dritten Liga. Vielleicht löst sich ja für den einen oder anderen heute der entsprechende Torfluch. Boyamba gegen Mockenhaupt. Aber gut wegverteidigt von Fechner und Mockenhaupt. Bisher kommt Boyamba noch nicht so zum Zug, seine Schnelligkeit und seine Dynamik auszuspielen. Einer, der gerne mit Tempo auf seinen Gegenspieler zuläuft und dann bis zur Grundlinie durchgeht, den Ball zurücklegt in den Rücken der Abwehr. So ist das ein oder andere Tor der 60er zuletzt gefallen. Beispielsweise gegen Ingolstadt, als er für Stefan Lex auflegte. Gehört schon so ein wenig zur Offensivsystematik des Teams von Maurizio Jakobacci. Abseitsposition. Deshalb 60 im Ballbesitz. Boyamba. Immer sofort wieder mit dem Ballverlust. Wurz. Ja, gibt den Freistoß. Richtig gesehen. Vorteil abgewartet. Bislang gute Spielleitung von Lars Erbst. Sehr gutes Zusammenspiel mit Hollerbach, der jetzt durchstartet. Ebenso gut aufgepasst von Morgalla. Und dann mal das offensive Anlaufen von Eze. Direkt mit Applaus des Publikums bedacht. Wien Wiesbaden steigert sich sukzessive, was das Zuschauerinteresse angeht. Hier in Wiesbaden. Wir wollen Stück für Stück mehr Zuschauer hierher locken. Da würde der Aufstieg in die zweite Liga natürlich helfen. Heute die kolportierten 5.500, genaue Zahlen wahrscheinlich im Laufe der zweiten Halbzeit. Ist schon über dem Saisonschnitt. Allerdings auch ein attraktives Spiel hier gegen 1860 München. Und bislang macht es richtig Spaß zuzuschauen, vor allem aus hessischer Sicht. Reinthaler. Wieder Jakobsen, der sich den Ball bei seinen Abwehrspielern holt. Und wieder der Ball in die Spitze. Eidel, abseitsverdächtige Position. Hiller ist ohnehin zur Stelle. 30 Minuten rum. Wien Wiesbaden macht das gut, macht das kontrolliert gegen die Gäste von 1860 München, die eine Torschance hatten durch Frenetzi, der Abschluss aus 20 Metern. Und dann einmal noch Bär aus Abseitsposition. Der Treffer hätte nicht gezählt. Ansonsten offensiv die Münchner relativ blass und Wien Wiesbaden vor allem gefährlich nach hohen Bällen, vor allem gefährlich per Kopf. So auch der Treffer in der 10. Minute durch Gino Fechner und die Großchance durch Johannes Wurz. Ballgewinn, Eidel, den hat er noch. Gegen Verlaz, der Niederländer, Sieger des Duells und dann mit einem Risikopass in die Zentrale. Wiesbaden wieder im Ballbesitz. Hollerbach. Sofort umstellt. Guter Blick für Taffertshofer. Und Hiller ist da. Ball noch leicht abgefälscht. Nächste Möglichkeit für den SVW in Wiesbaden, Minute 32. Hollerbach gegen zwei Münchner.
Und dann der gute Blick für Taffertshofer. Abschluss dann mit etwas wenig Druck. Noch etwas entschärft von der Abwehrkette der Löwen. Aber es sind immer wieder diese einzelnen Momente, immer wieder auch inszeniert von Bällen in die Tiefe, in Richtung vor allem Benedikt Hollerbachs. Und jetzt die nächste Möglichkeit. Hollerbach kommt da angesegelt. Kommt sich mit Eidel so ein bisschen in die Quere. Hier nochmal die Szene gegen Lang. Und dann guter Blick für Taffertshofer. Kein optimaler erster Kontakt. Und dann ist es der Versuch eines Hebers. Aber genauso aufmerksam Marco Hiller im Kasten. Der Gäste. Direkt der schnelle Ballgewinn. Gut rausgerückt Florian Carstens. Hollerbach. Auffälliges Spiel bislang. Sucht Wurz in der Mitte. Aber der zurückgeeilte Deichmann zur Stelle. Aber Benedikt Hollerbach gefällt mir bislang gut. Macht ein gutes Spiel. Sehr engagiert. Immer wieder auch Initiator von gefährlichen Offensivaktionen der Wiesbadener. Immer anspielbereit. Immer in Bewegung. Leistung bislang des 21-Jährigen. Und nächste Ecke Johannes Wurz. Kurz ausgeführt. Auf den kurzen Pfosten gegeben, so ist es richtig. Gut aufgepasst, aber von den Gästen aus München. Ja, Maurizio Jacobacci, sein Team ist auswärts unter seiner Regie eigentlich stark. Die letzten beiden Auswärtsspiele jeweils mit 3:1 gewonnen, das ist heute noch möglich. Seit 4 Auswärtsspielen ungeschlagen, aber heute bislang ohne die ganz großen Akzente in dieser Partie. Die Kontrolle ganz klar bei den Gastgebern. Eide gegen Fellert. Ein Wurf Wiesbaden. Fechner. Jakobsen. Eide. Rechts Mockenhaupt. Für Mockenhaupt. Ganz klar zu sehen, die Formation auch im Aufbau des SVW in Wiesbaden. Hohe Flügelspieler mit Eze und Mockenhaupt, die versuchen sich offensiv einzuschalten. Jakobsen, der sich immer wieder fallen lässt, um sich die Bälle zu holen. Der tieferstehende der beiden Sechser, Emanuel Taffertshofer, auf der anderen Seite etwas höher stehend. Und vorne das Dreieck immer wieder auch in Bewegung. Johannes Wurz, John Eidel und Benedikt Hollerbach immer wieder die Positionen tauschend. Mit einem klassischen Stürmer in der Mitte und zwei hängenden Spitzen dahinter, die sich immer wieder auch nach außen treiben lassen. So die Systematik beim SVW in Wiesbaden. Bislang geht der Plan von Markus Kocinski voll auf. Mockenhaupt. Und Jakobsen. Lässt Bär aussteigen, lässt ihn nochmal aussteigen. Tanzt den Wiesbadener Samba mit seinem Gegenspieler Wurz. Oh, nächste Flanke, Stoß in den Rücken von Eidel. War mindestens rustikal der Einsatz. Spiel läuft weiter. Eze. Läuft ins Aus, gibt Abstoß.
vom Kasten von Marco Hiller. Da ist Leandro Morgalla, wenn ich es richtig gesehen habe, rustikal zu Werke gegangen. Die Flanke von Wurz ist gut. Und dann der Stoß in den Rücken von Idale. Für mich reicht es nicht für den Elfmeter. Schön zu sehen, hier die drei vorne, einer zentral, die anderen beiden etwas versetzt hinten. Jakobsen, der jetzt mal rausrückt, um anzulaufen. Ansonsten sind Hollerbach, Wurz und Idale die ersten der Wiesbadener Abwehrlinie, wenn man den so will, bei Ballbesitz München. Der aber nicht so lange andauert am heutigen Tage, die Ballbesitzphasen relativ kurz bei den Gästen. Immer wieder auch leichte Abspielfehler, die passieren. Und immer wieder auch aufmerksame Wiesbadener, die heute gut in der Antizipation agieren. Immer wieder auch erahnen, was die Gäste machen. Kaum sage ich es, der Fehler von Rheinthaler. Der Ball in den Reihen der Gäste. Aber sofort auch wieder das Ganze zugestellt. Kein Tempo möglich. Aufbau über Morgalla. Flanke und Idee gut für Bär, aber Ballkontrolle nicht da beim Stürmer. Eze passt auf, holt den Einwurf raus. Zu Recht mit Applaus des Publikums bedacht. 38 Minuten rum. Wiesbaden nach wie vor verdient in Front mit 1:0 durch das Tor in der 10. Minute von Gino Fechner. Das geht so in Ordnung. Oh, Verlat. Abspielfehler, leichter Fehler. Hollerbach. Der ist schnell, schneller als Lang, aber Lang ist geschickt mit seinen Füßen. Wichtiger Zweikampf, den er da gewinnt gegen Benedikt Hollerbach. Der wäre sonst auf und davon gewesen auf der linken Seite, so die Münchner. Boyamba. Ja, Kopfballversuch. Frenetzi hat sich da reingestohlen in den 16er. Keiner, der für seine große Kopfballstärke bekannt ist. Hier geht es zumindest mal in Richtung des Kastens von Arthur Luska. Zweiter Abschluss aus Nicht-Abseits-Position der Löwen. Zweites Mal, dass Frenetzi dafür verantwortlich zeichnet. Idale, ein bisschen arg unmotivierter Schubser vom Australier. Richtig gesehen, in meinen Augen, von Lars Erbst. Das war unnötig vom australischen Stürmer. Boyamba. Gegen drei, gut durchgesetzt. Und dann kommt Hollerbach, arbeitet zurück. Also man merkt dem an, der ist richtig motiviert gegen den Ex-Club, gegen seine Jungs, die im Block stehen. Der will hier nicht nur ein Ausrufezeichen setzen. Eze. Leichter Ballverlust. Direkt in die Füße von Stefan Lex. Aber auch da sofort Wiesbaden wieder zur Stelle. Florian Carstens. Tafazofer. Kein Handspiel. Und kein Foulspiel. Jetzt mal die Möglichkeit. Aber Ball zu weit vorgelegt von Stefan Lex. Schwierig zu kontrollieren. Keine Torgefahr. 40 Minuten rum, noch 5 Minuten bis zur Pause. Und allzu viel Grund gibt es bislang nicht nachspielen zu lassen. Wenig Unterbrechung, flüssiges Fußballspiel. Wenig zu tun bislang für Schiedsrichter Lars Erbst. Frenetzi. Morgalla. Gegen Eze. Gala, Flanke, zu weit, landet im Tor aus, Abstoß für den SVW in Wiesbaden. Vielleicht mal jetzt mal höher angelaufen von Boyamba.
Lang. Morgalla. Deichmann. Jetzt mal der Pass hinter die Kette. Möglichkeit für 60. Bär tritt über den Ball und Mockenhaupt vor Boyamba. Wenn Bär den Ball trifft, wird es richtig gefährlich. So die Gefahr vorerst verraucht. Aber das war mal schön gespielt von 1860 München. Initiiert über die rechte Seite, über Leandro Morgalla. Und dann schön durchgesteckt hinter die Abwehr. Und dann wiederum der Pass in den Rückraum für Bär, der nicht in der Form der Vorsaison ist. Die Hinrunde, weite Teile der Hinrunde verpasst. Mittelfußbruch. Und noch nicht in der Torlaune wie im letzten Jahr. Und der Wiener Zug, der läuft nochmal über Aidel. Aidel im 16er, aber da steht keiner, den er anspielen kann. Und so verpufft die Möglichkeit, Ball ohnehin Tor aus, wenn ich das richtig gesehen habe. Aber die Laune bei den Großen und Kleinen, das ist doch ein schönes Bild. Bei den Großen und Kleinen 60-Fans weiter gut. Noch ist sie ja nicht, um in der Sprache der Bayern zu bleiben, Hopfen und Malz verloren. Es steht nur 0:1 aus ihrer Sicht. Boyamba. Morgalla. Auch da die Flanke ein bisschen zu weit. Also Morgalla gefällt mir auf der einen Seite gut, wie er sich immer wieder einschaltet und auch versucht, über die rechte Seite so ein wenig das Spiel auch mitzugestalten. Die Flanken bislang lassen aber noch jegliche Präzision vermissen. Vielleicht nochmal die Möglichkeit, Tempo aufzunehmen für die Löwen. Boyamba unpräzise. Und Rheinthaler schenkt ihnen nochmal eine Ecke. Möglicherweise die letzte Aktion in dieser ersten Hälfte. Bereit für den Eckstoß, kurz ausgeführt für Boyamba. Steinhardt. Und Verlaat kommt nicht dran im Hinspiel. Einmal richtig gefährlich, da wurde sein Kopfball auf der Linie geklärt. Jetzt bringt er nicht aufs Tor. Pausenpfiff, pünktlich. 1:0 führt der SVW in Wiesbaden, verdient gegen 1860 München. In der Blitztabelle riecht das schon ein wenig nach Aufstieg für die Hessen. 6 Punkte vor den Verfolgern aus Saarbrücken, die gestern Dynamo Dresden haben schlagen können. Beide mit 56 Punkten, WN Wiesbaden mit 62 in der Blitztabelle. Also das sieht gut aus. Auch Rheinthaler gefällt mir richtig gut hinten. Der auffälligste Mann für mich, unser Mann, den wir beobachten heute über das Spiel, wenn ich das so sagen darf. Benedikt Hollerbach, der ein richtig gutes Spiel macht, arbeitet gegen seinen Ex-Verein und den werden wir in der Pause auch noch mal etwas genauer beobachten, Benedikt Hollerbach. Es gibt ja einige Geschichten zu ihm zu erzählen. Das macht dann der Kollege Sebastian Ried unten am Spielfeldrand. Das war es erstmal von meiner Seite. Und ich gebe runter zu Sebastian. Ja, vielen Dank, Daniel. Du hast ja schon die perfekte Überleitung gegeben zu Benedikt Hollerbach. Wir werden gleich noch mit Paul Förni, dem sportlichen Leiter des SVW in Wiesbaden, sprechen und die erste Halbzeit analysieren. Gibt ja ein bisschen was. Bleiben aber jetzt, wie gesagt, bei Benedikt Hollerbach, dem Mann, der schon 14 Mal in dieser Saison für den SVW in Wiesbaden getroffen hat und der eine Vergangenheit bei 60 München hat. Und das ist auch bildlich bewiesen. Hier sehen wir ihn mit einem Löwenjugendkalender von 2011. Also aus dem kleinen Knirps ist ein großer Knipser mittlerweile geworden. Das war Grund genug für uns, ihn mal vergangene Woche zu treffen in Wiesbaden. Benedikt Hollerbach, bitteschön.
darfst auf jeden Fall nicht treffen, sonst kommen wir zu dir nach Hause, wissen genau, wo du wohnst. Ich sehe mich ganz klar nicht mehr in der dritten Liga. Ich werde all in geben, auf jeden Fall, mit den Möglichkeiten, die ich habe. Ja, wir sind hier vor dem Kurhaus in Wiesbaden, dem Wahrzeichen der Stadt. Und bei mir ist der Torjäger der Stadt, Benedikt Hollerbach vom SVW in Wiesbaden. Schön, dass Sie da sind. Hallo, danke, dass ich da sein darf. Drin ist ja auch ein Casino, ne? Waren Sie schon mal am Tisch? Ich habe es mir schon ein, zwei Mal angeschaut. Kann man sich natürlich auch nicht entgehen lassen, wenn man hier wohnt und es gleich um die Ecke hat. Das ist sehr schön, aber sollte man natürlich nicht so oft machen. Was gewonnen? Ich glaube, mal gewonnen, mal verloren. Ich glaube, ich bin so bei null. Muss ich jetzt natürlich sagen. Immerhin nichts verloren, ja. Wir machen mal einen kleinen Spaziergang. Aufgewachsen und groß geworden sind Sie am Starnberger See. Richtig. Das stelle ich mir idyllisch vor. Und dann ging es in die Jugendakademie von 60 München. Wie muss ich mir das vorstellen, wenn man als kleiner Knirps zu so einem großen Traditionsverein kommt? Ja, das ist erstmal ein Riesenschritt. Ich habe bei Tutzing früher gespielt, das ist mein Dorfverein, auch am Starnberger See. Und das war natürlich riesig für mich, da direkt bei einem NLZ anfangen zu dürfen. 60 nimmt auch die Jugendarbeit sehr, sehr ernst, das muss man sagen. Also da ist direkt auch in den Jugendmannschaften professionelle Bedingungen. Und die ersten Jahre dort haben mich auf jeden Fall auch geformt. Deswegen, also ich habe es sehr, sehr genossen und war eine super Ausbildung dort bei 60. Wenn man dann vom Starnberger See kommt, ist dann 60 München so eine heimliche Liebe auch, oder? Ich habe viele in meinem Verwandtenkreis und auch in meinem Freundeskreis, die immer noch 60-Fans sind und die mir dann auch ein bisschen böse waren, dass ich dann auch zu Bayern gewechselt bin in der Jugend. Ja, das darf man nicht eigentlich, oder? Also als Blauer zu den Roten, das ist verpönt. Das ist sehr verpönt, ja. Das ist eigentlich Verrat fast schon. ich musste es dann machen für meine sportliche Entwicklung, war es, glaube ich, ein sehr guter Schritt, aber haben ein paar nicht so gerne gesehen, muss ich sagen, ja. Wenn Sie jetzt mit WN Wiesbaden gegen 60 München spielen, wie ist das dann, wenn noch die vielen alten Kumpels da sind? Gibt es dann auch ein bisschen was an Sticheleien? Ja, ich denke, so wie im Hinspiel auch, da musste ich mir auch schon einiges anhören vorher. Was denn? Also darfst auf jeden Fall nicht treffen, sonst kommen wir zu dir nach Hause, wissen genau, wo du wohnst und so weiter. Halt natürlich immer im Spaß. Da werden auf jeden Fall ein paar Jungs von mir auch wieder mitfahren und im 60-Block stehen. Deswegen, aber ja, ich muss natürlich da auch weiterhin cool bleiben und weiterhin mein Spiel machen und mich dann auch nicht von meinen Jungs und von den Fans dann auch irgendwie beeinflussen lassen. Ja. Aber Treffen ist ja ein gutes Thema. Läuft die Saison bei Ihnen so gut wie noch nie? Alles in Grund und Boden geballert, möchte man fast sagen. Warum sind Sie die Saison so stark? Ja, also erstmal würde ich sagen, besser geht immer. Auch wenn es jetzt schon 14 Tore sind, waren einige Sachen noch dabei, wo ich mich im Nachhinein ärgere. Vor allem jetzt zum Beispiel im Hinspiel gegen 60 bin ich zweimal alleine auf den Torwart zugelaufen, dann habe ich ihn nicht gemacht. Aber die Saison habe ich im Vorhinein vor allem einiges professionalisiert. Was zum Beispiel? Vor allem habe ich extrem an meiner Athletik gearbeitet. Mache ich immer noch weiterhin regelmäßig. Das hat mir einen riesen Schub gegeben. Und auch generell professioneller in der Ernährung, mit Mentaltrainer gearbeitet, um konstanter meine Leistung abzurufen. Das war ein bisschen ein Problem in den letzten Saisons, dass ich ein bisschen zu schwankend war. Ich denke, das habe ich sehr, sehr gut in den Griff bekommen. Und natürlich sind dann auch noch externe Faktoren wichtig, wie das Team, wie die Taktik, wie der Trainer. Ich glaube, wir performen einfach dieses Jahr alle herausragend gut. Und dann ist es für einen Einzelnen natürlich auch leichter, seinen Job gut zu machen. Ja. Und davon profitiere ich auch. Sie treffen ja extrem oft nicht nur einmal, sondern dreimal. Das machen Sie ja ganz besonders gern. Ja. Wenn Sie jetzt schon einen Mentaltrainer ansprechen, das hat ja bestimmt auch sehr, sehr viel damit zu tun, wie cool man vorm Tor ist. Was habt ihr da zusammen dann ausgetüftelt? Wie läuft sowas ab, wenn man mit einem Mentaltrainer zusammenarbeitet? Also zum Beispiel jetzt, weil du das Beispiel genannt hast mit den Hattricks, da ist es halt super wichtig, dass man nach dem ersten Tor nicht zufrieden ist. Das gibt es natürlich als Stürmer. Wenn du ein Tor machst, ist das Spiel im Prinzip, könnte man sagen, schon gut. Und da habe ich mit meinem Mentaltrainer auch dran gearbeitet, dass man da halt auch einfach nicht den Hunger verliert und genau weiterhin hart arbeitet und einfach dann aufs nächste Tor geht und dann wieder aufs nächste. Das sind dann so die mentalen Geschichten, die dann auch in solchen Spielen noch einen Unterschied machen können, ja. Jetzt merkt man natürlich gleich, wenn man so oft trifft in der dritten Liga, ist man auch begehrt. Vertrag läuft aus im Sommer.
Wann wollen Sie sich entschieden haben, ob es hier in Wiesbaden weitergeht oder ob das dann vielleicht doch ein anderer Club wird? Also wichtig ist erstmal natürlich, um zu planen, was passiert hier in Wiesbaden. Steigen wir auf? Ist total eng bei uns. Wir haben jetzt nur 3 Punkte Vorsprung auf Dynamo Dresden. Das ist natürlich ein Riesenfaktor, den ich berücksichtigen muss in meiner Planung. Weil es schon in die zweite Liga eigentlich gehen soll. Ich sehe mich ganz klar nicht mehr in der dritten Liga. Ich habe jetzt 3 Jahre hier dritte Liga gespielt und bin auf jeden Fall bereit für mehr. Und genau, das ist ein Riesenfaktor, der natürlich wichtig ist. Und im Endeffekt muss man dann eben am Ende des Tages muss man sehen, wo stehen wir, wie sind die Planungen, wie sind die Gespräche. Aber grundsätzlich, wie gesagt, fühle ich mich hier sehr wohl. Ich glaube, Wiesbaden ist eine der schönsten, für mich zumindest, was ich gesehen habe, eine der schönsten Städte in Deutschland. Von dem her kann ich mir es natürlich auch sehr gut vorstellen, hier weiterzuspielen. Und weil Sie eben den Aufstieg schon angesprochen haben, was ist das denn für ein Team, was ihr da gerade zusammen habt? Man hat das Gefühl, dass da auch in der Mannschaft ziemlich viel stimmt, weil ihr öfter auch mal zurückliegt und dann wiederkommt. Was ist das gerade für so eine Teamchemie beim SVWW? Ich glaube, symptomatisch für das kann man, glaube ich, das Spiel gegen Zwickau hernehmen, wo wir zweimal hinten liegen, einmal mit 2-0 direkt zur Halbzeit und das Ganze dann noch mit 4-3 drehen. Ich glaube, das zeigt schon unseren Teamgeist, wie sehr jeder da bereit ist, alles zu investieren, am Ende auch für den Aufstieg. Jetzt, wo es auch wirklich schon, wo die Ziellinie schon in Sicht ist. Und das ist im Endeffekt was einfach, ja, was man mit individueller Qualität gar nicht wegmachen kann, dieser Teamgeist. Bei uns ist es so, da treffen dann Spieler plötzlich in der 90. Minute von ins Kreuzeck von weiter weg. Das sind so Sachen, die kannst du nur erreichen, wenn einfach jeder wirklich in diesem Flow ist, wenn jeder für den anderen kämpft. Und und das haben wir nicht das ist nicht das erste Mal, dass wir so ein Spiel drehen, sondern ich glaube, das hat man bei uns schon öfter gesehen. Und das macht uns aktuell einfach aus, ja, dieser Teamgeist und dieses Wir-Gefühl, was wir an den Tag legen. Ja. So, Benedikt, letzte Frage. Da hinten ist jetzt das Casino. Wie viel setzen Sie auf den Aufstieg vom SVW in Wiesbaden in die zweite Liga? Ich hätte gedacht, all in oder so. Ich werde all in geben, auf jeden Fall, mit den Möglichkeiten, die ich habe. Aber ist natürlich auch sehr eng und Geld würde ich darauf jetzt keins setzen wollen. Lieber nicht wetten, sondern machen. Genau. So vielen Dank, Benedikt Hollerbach. Danke. Hat Spaß gemacht. Danke. Ja, klare Aussagen von Benedikt Hollerbach und die wollen wir jetzt natürlich besprechen mit dem sportlichen Leiter des SVW in Wiesbaden, mit Paul Förni, der hier ist. Schön, dass Sie da sind. Hi. Benedikt Hollerbach hat in dem Interview gesagt, ich sehe mich ganz klar nicht mehr in der dritten Liga. Hat er Ihnen das auch schon mal so klar gesagt? Ja, hoffentlich wir auch. Ne? Holler hat es super gemacht, sehr gut entwickelt. Und du siehst es klar im Kopf. Natürlich mit seinen Fähigkeiten, was er hat, sein Alter. Und wenn er fängt an, Tor zu schießen wie dieses Jahr, natürlich ist er ambitioniert. Ne? Wie alle anderen Spieler werden alles tun, dass unser bester Spieler bei uns bleibt. Wir wollen alles tun, dass er bei uns bleibt, falls wir steigen auf. Aber wie gesagt, er ist nicht alleine. Wir haben auch 2 oder 3 andere sehr interessante junge Spieler. Die haben super entwickelt bei uns. Das ist unsere DNA. Das ist ein Teil von wer wir sind als Club. Und soweit haben wir es gut gemacht. Aber wenn das mit dem Aufstieg klappt, wie gut stehen denn dann die Chancen, dass Hollerbach weiterhin hier in Wiesbaden bleibt? Ja, yeah, wie gesagt, wir werden alles tun. Das ist mein Job, ist unsere Pflicht als Club, wie gesagt, unsere Spieler zu behalten. Wie das aussieht am Ende, werden wir sehen. Aber da ist ein Spieler, der sehr ambitioniert ist, wir auch. Das heißt, wir passen gut zusammen. Heute hat man ja auch wieder gesehen in der ersten Halbzeit gegen 60, wie präsent, wie wichtig er ist für die Mannschaft, auch wenn er jetzt kein Tor gemacht hat. Aber wir wollen mal reingucken in diese erste Halbzeit. Steht ja 1-0, schauen mal auf den ersten Treffer dieser Partie in der 10. Minute. Eckball, vielleicht sagen Sie was dazu, dann war es Gino Fechner. Ja, bei Ecken sind wir schon sehr gefährlich. Ja. Giuliano Modica ist dafür verantwortlich von dem Trainerteam. Er arbeitet sehr intensiv mit den Jungs. Verschiedene Torschützen und mit so einer Qualität wie Johannes Wurz und so eine hohe Präsenz, die wir haben im Strafraum, sind immer gefährlich. Auch interessant, weil die Ecke erstmal weg vom Tor gespielt wurde, ne, auf den zweiten Pfosten. Genau. Das war also alles einstudiert. Ja, yes, absolut. Wir schauen mal auf eine andere Gelegenheit, die hatte dann 60 München. Und zwar in der 20. Minute, das war ein Distanzschuss von Frenesi, war eigentlich so fast das Einzige, was man von 60 gesehen hat. Macht Ihre Abwehr eigentlich ganz gut? Ja, ganz gut. Wir haben eine sehr dominante Phase gehabt. Das war ein Moment, wo ich sage, wir sind vielleicht ein Tick zu passiv auf der 6-Position. Aber wir haben eine sehr dominante Phase gehabt. Ne? Wir haben mit dem Ball sehr gut gespielt, immer die Halbräume gefunden, immer wieder gefährliche Momente gehabt durch Spielverlagerung, Seitenwechsel gehabt, Boxbesetzung haben wir gehabt. 3 oder 4 richtig gute Chancen gehabt.
gegen den Ball müssen wir aufpassen, ne? Wie diese Szene hier, wir haben gerade gesehen. In den letzten 6 bis 7 Minuten von der ersten Halbzeit haben wir auch einen Tick zu passiv geworden. Und da mussten wir aufpassen. Da war Boyamba 2-3 Mal im Spiel, ist ganz gut durchgekommen. Genau. Ist das jetzt, was Markus Kauzinski in der Halbzeitpause nochmal ansprechen wird? Achtung auf die schnellen Spitzen der 60er? Definitiv. Ich glaube, Markus hat es schon erwähnt durch die Woche. Wir haben sehr Respekt vor der Offensive-Reihe vom 68 München. Die haben schon interessante Spiele, gefährliche Spiele. Boyamba ist einer von denen mit seiner Geschwindigkeit. Wir müssen gut stehen, wir müssen kompakt bleiben, aber nicht passiv sein. Wir müssen schon aktiv sein in der Duelle. Wir wollen auf eine weitere Gelegenheit blicken, die der SVW in Wiesbaden hatte in der ersten Halbzeit. Und zwar in der 26. Minute war das. Ein Kopfball von Johannes Wurz. Ja, er setzt sich da richtig gut durch, ne? Sehr gut durch. Wieder diese im Moment vom Holle in 1 gegen 1 ist es sehr stark. Er geht auf seine schwächere Seite, auf die linken Füße. An diese zweite Pfosten-Chip-Pass-Geschichte ist schon bekannt bei uns. Und Wurz macht es super. Leider Zorbert auch. Ja, Hille, ne, gute Parade vom 60er-Keeper. Ja. Aber trotzdem zeigt das ja auch ein bisschen, wie sich Johannes Wurz da durchkämpft, dass sie einen enormen Willen an den Tag legt. Das hat man vor 2 Wochen gegen Zwickau hier gesehen, als ihr zurücklag. Ihr habt dieses Zwischentief gemeistert, wo es eine Niederlagenserie gab. Was ist in dieser Mannschaft los, dass man so einen starken Willen entwickelt hat? Ich sag, taktisch kann man immer darüber reden, was passiert Spiel zu Spiel. Aber was ist mir wichtig, ist diese Teamspirit, die wir haben. Diese Gier, diese Will, diese Lust, diese Siegermentalität zu haben. Egal, ob er auf dem Platz steht oder auf der Bank steht, wir sind schon echt zusammen als Team. Und das macht was aus in so einem Moment. Wir wollen noch mal auf eine nächste Chance gucken. Ihr hattet nämlich noch mehr. In der 32. Minute, Emanuel Taffertshofer war es gewesen. Und auch wieder Vorarbeit von Hollerbach. Ja, das meine ich, bin eine Spielverlagerung auf der linken Seite. Hollerbach wieder 1 gegen 1. Gutes Timing von Taffi eigentlich. Konnte eigentlich mit der ersten Ballannahme schon diese Schieß machen. Ich weiß nicht, aber wieder ein torgefährlicher Moment durch die Spielverlagerung, durch diese diagonale Spieler. Oder macht es mit der Pike? Das ist dann auch mal erlaubt, oder? Ist immer erlaubt. Man lernt als junger Spieler immer mit einer Seite vom Fuß zu machen, aber im Endeffekt alles zählt. Ne? Ob die Pike oder mit der irgendwelche Teil von meines Fuß, es zählt. So insgesamt Ihr Fazit zur ersten Halbzeit. Wenn man jetzt die Chancen gesehen hat, muss man eigentlich sagen, wenn man was kritisieren will, hätte sogar 2-0 stehen müssen, oder? Ja, kann man sagen. Wir haben viele Chancen gehabt. Wie gesagt, diese dominante Phase von uns war schon was. Ich erwarte schon, dass 68 macht was anderes jetzt. Ich kann mir gut vorstellen, eine andere Änderungen von der Seite. Was zum Beispiel? Was glauben Sie da? Taktisch, vielleicht müssen wir was ändern. Der Anlaufverhalten hat nicht so funktioniert gegen uns. Wir haben relativ viel Kontrolle gehabt. Das ist für 68 eine Lösung zu finden, nicht uns. Wir müssen auch aufpassen, dass wir würden immer wieder dominante Phase haben. Aber trotzdem, nach Ballverlust müssen wir aufpassen, dass wir nicht so offen sind. Rolf Hörni, vielen lieben Dank. Eure Mannschaft ist schon wieder auf dem Rasen. Vielen Dank. Wir schauen jetzt natürlich die zweite Halbzeit uns an. Es fängt langsam an zu nieseln. Deswegen gehen wir mal lieber unter das Dach. Und weiter geht's mit Ihrem Kommentator, mit Daniel Hör. Viel Spaß. Ja, wir sitzen hier zum Glück im Trocknen. Mach du dich auch gerne auf den Weg, damit du nicht allzu nass dann später wieder vor die Kamera musst, Sebastian. Und ihr habt es im Prinzip schon richtig gesagt gerade. Das 1:0 vielleicht sogar ein Ticken zu niedrig und ein trügerisches Ergebnis. Ganz schnell ein Lucky Punch der 60er und schon bist du 2 Punkte in der Blitztabelle wieder los. Also Wien Wiesbaden. Es gilt nachzulegen nach einer sehr guten ersten Halbzeit mit einigen Torchancen und immer wieder mit hohen Bällen in den Strafraum und Kopfballmöglichkeiten. Das Tor per Kopf vorgelegt von Jakobsen für Gino Fechner und auch Johannes Wurz, der einmal per Kopf gefährlich geworden ist, also gefährlich war. Und Benedikt Hollerbach, auch den haben wir jetzt ja nochmal ausführlich porträtiert. Der Weg soll in die zweite Liga gehen, für ihn auf jeden Fall. Gerne in Wiesbaden weiterhin. Er genießt es in Wiesbaden, er mag es in Wiesbaden. Aber der Vertrag, der läuft aus am Ende der Saison. Er hat erstmal die Trümpfe in der Hand und sollte Wiesbaden nicht aufsteigen, dann wird er wohl die Landeshauptstadt hier verlassen. Aber das ist alles Zukunftsmusik in der Blitztabelle. Ich habe es vorhin auch schon mal angedeutet. Da sieht es ganz gut aus. 6 Punkte Vorsprung vor dem Relegationsrang. Und Richtung Elversberg, da steht es aktuell unentschieden. Also Richtung Tabellenführung könnte vielleicht auch noch was gehen. 5 Punkte sind Rückstand. Man hat noch das direkte Duell im Verlauf dieser Saisonendphase gegen den SV Elversberg. Also für Wien Wiesbaden ist vieles noch möglich in dieser Saison. Und dann auch eben in der Personalie Benedikt Hollerbach. Maurizio Jacobacci, da hätte ich gern mal Mäuschen gespielt jetzt in der Kabine.
was er seinen Jungs mit auf den Weg gegeben hat. Das war vielleicht noch ein bisschen zu undynamisch, was sie gemacht haben in der Offensive. Nicht ganz so einfallsreich wie zuletzt, wie sie zuletzt aufgetreten sind, wenn ich mich da an die Spiele gegen Osnabrück oder Ingolstadt erinnere. Da hat man mehr Tempo ins eigene Spiel bekommen und mehr Abschlüsse erzielen können und dementsprechend auch mehr Tore erzielen können. Das ist bislang ausgeblieben. Soll anders werden. Maurizio Jakubacci, der will den Platz gar nicht verlassen, steht da noch 10, 15 Metern im Feld, hier unten am Bildrand zu erkennen. Will fast, so macht es den Eindruck, selber ein bisschen mitkicken. Mit seinen 60 Jahren noch ein junger Hüpfer. Weiter geht's, zweite Halbzeit. 60 in den gelben Trikots von links nach rechts. Wiesbaden in schwarz und rot von rechts nach links. Statistisch übrigens dürften nicht mehr allzu viele Tore fallen in dieser Partie. Bislang bei Heimspielen des SVW in Wiesbaden gegen 1860 München überhaupt nur 4 Tore inklusive des Tors heute gefallen. Und das Tor von Gino Fechner überhaupt erst das zweite Heimtor des SVW in Wiesbaden überhaupt gegen 1860 München. Also ein bisschen Geschichte wird hier heute so oder so geschrieben aus Wiesbadener Sicht. Guter Einsatz von Jakobsen. Aber direkt folgend der Ballverlust. Morgalla. Jetzt mal mit Platz auf der Außenbahn. Wieder der Flankenversuch. Wieder zu unpräzise. Das Schema des ersten Durchgangs. Morgalla stets bemüht. Aber das Gefühl im Fuß bei hohen Flanken unzureichend. Bislang beim 18-Jährigen. Die Münchner laufen jetzt höher an, sieht man. 3 Spieler im 16er. Der Wiesbadener hat zunächst Erfolg. Ballgewinn in der Hälfte des Gegners. Verlat. Frenetzi lässt sich mal fallen. Holt sich den Ball und wieder Morgalla mit Platz auf der rechten Seite. Nicht angegriffen von Eze. Nächste Flanke. Geklärt von Rheinthaler. Ja, und Sie haben es vielleicht gehört über die Außenmikrofone. Warum passt du nicht auf? Arbeiten, der Ruf von Markus Kautzinski. Vielleicht Richtung Brooklyn Eze, der da ja fast Stillstand eben bei Ballbesitz Morgalla ihn nicht angelaufen hat. So war die Flanke möglich, aber nicht gefährlich. Eckball, der erste Eckball im zweiten Durchgang für die Löwen, rausgeholt von Deichmann. Ich habe es eingangs gesagt. Letztes Tor im Hinspiel. Zum zwischenzeitlichen 1:0 gegen Wien Wiesbaden. Oyamba. Kurz ausgeführt zu Lex. Könnte schießen mit dem schwachen Linken. Unpräzise gespielt. Ballverlust. Und jetzt die Kontermöglichkeit für Wiesbaden. Mockenhaupt. Aide. Abdrehen. Kontrollierter Aufbau der Wiesbadener über Jakobsen. Eze. Aber auch das ist die Reife, die Wiesbaden mittlerweile mitbringt. In dieser Stärkephase von 4 Siegen in Serie. Dann den Konter nicht auf Zwang auszuspielen, zu merken, wenn die Erfolgsaussichten vielleicht nicht so hoch sind, dann abzudrehen und den Angriff nochmal neu aufzubauen mit Wurz. Platz für Taffertshofer. Taffertshofer. Da hätte er besser rausgespielt. Auf dem mitgelaufenen Sascha Mockenhaupt. Zweiter Abschluss von Taffertshofer am heutigen Tag. Der jetzt aber deutlich daneben. Und wieder gut nachgesetzt von Eze. Gutes Auge von Wurz. Taffertshofer dann etwas zu überhastet für meine Begriffe im Abschluss. Deichmann. Verlat.
wieder Hollerbach in der Rückwärtsbewegung. Sehr fleißig, auch zu Beginn des zweiten Durchgangs. München jetzt um etwas mehr Spielkontrolle bemüht. Verlat. Schöne Bewegung gegen Mockenhaupt. Nächster Eckball, geklärt von Fechner. Da haben wir mal im Ansatz gesehen, weshalb Markus Kauzinski im Vorlauf der Partie gesagt hat, vor allem die Offensive der Löwen, die bereitet mir ein bisschen Kopfzerbrechen mit Stefan Lex und Boyamba, die stark in Form sind. Und auch Bär vorne im Sturmzentrum. Von Boyamba gerade kurz zu sehen gegen Mockenhaupt. Herausgesprungen. Der nächste Eckball. Eckball Nummer 2 in diesem Durchgang. Oh, wieder der Ballverlust von Stefan Lex, wie vorhin. Und jetzt geht Hollerbach auf die Reise. Das kann er mit Tempo auf die Abwehr zulaufen, aber dann gegen 3 kriegt er den Ball nicht durchgespitzelt zu den mitgelaufenen Idale. Neuaufbau des SVW in Wiesbaden. Eze. Markus Kauzinski, der ist da ganz schön wortgewaltig unterwegs an der Seitenlinie. Man hört es über die Außenmikrofone. Versucht da ganz viel Input an sein Team weiterzugeben. Merkt bei den Wiesbadenern die erste Kette vorne mit Wurz, Eidel und Hollerbach lässt sich gerne dann ein bisschen zurückfallen, dass viele Wiesbadener hinter dem Ball sind, richtig aggressiv. In der Verteidigung wird es dann erst so 15, 20 Meter vor dem eigenen 16er, aber dann auch meistens erfolgreich. Klasse Einsatz von Nese. Kann jetzt mal Tempo aufnehmen. Eidel. Hollerbach. Tafazofer. Schwieriger Ball für Lüska, aber gut gelöst. Der Ball kommt sogar durch von Aide, da waren sie nicht so aufmerksam in der Kette. Hollerbach! Da kreieren sie Gefahr, wo eigentlich keine ist. Der SVW in Wiesbaden, langer Ball, eigentlich eher der Befreiungsschlag hinten raus von Gino Fechner müsste das gewesen sein. Und dann schläft Steinhardt auf der Seite einmal völlig aus und ein Eidel mit Einsatz. Aber dass den auch keiner warnt, den Steinhardt, dass da noch ein Wiesbadener angesprintet kommt. Haben sich fast selber das Ei verspätet ins Osternest gelegt, hier die 60er aus München. Kuriose Szene. Foul von Eidel an Lang. Das Einsatz von Eidel. Das ist nur die Endphase der eben beschriebenen Szene. Lang und Steinhardt körperlich anwesend, nicht mehr und nicht weniger in dieser Situation. Lang. Erstmal wieder erholen gerade von dem kleinen Schocker.
bisschen aufwachen. Gut durchgesetzt von Wörl. Deichmann. Venezzi lässt ihn mal auf die Außen fallen. Abgeblockt von Brooklyn Eze. Verlatt. Deichmann. Erster Wechsel in der Partie bei den Gästen von TSV 1860 München. Rafael Holzhauser steht bereit, kommt für den Kapitän, für Stefan Lex. Unglückliche Figur heute. In der zweiten Halbzeit dann noch zwei Ballverluste hinterher, die für Konter jeweils der Wiesbadener gesorgt haben. Keine Gefahr nach vorne entfachen können. Nach zuletzt guten Auftritten und dem Doppelpack unter anderem gegen Ingolstadt. Heute wirkungslos Stefan Lex. Raphael Holzhauser, der Star-Transfer, der enttäuscht hat in München, so kann man das überschreiben, vor der Saison gekommen. Unter anderem ja auch schon Bundesliga-Erfahrung gesammelt, früh in der Karriere beim VfB Stuttgart. Ein Vorschusslorbeeren in die bayerische Landeshauptstadt gekommen. Bisher wenig gerissen. Zuletzt immerhin Treffer per Elfmeter gegen Dortmund 2. Mockenhaupt. Auch der Pass ein bisschen laissez-faire gespielt. Freistoß für die Gäste. Boyamba. Hat er noch. Rheintaler hinten. Immer wieder, dass er die Bälle, die in den 16er kommen oder die steil gespielt werden sollen, von den Gästen abfängt. Dass er genau richtig steht, da wo er zu stehen hat. Gutes Stellungsspiel, sehr aufmerksam. Ist in den Zweikämpfen drin, macht ein richtig gutes Spiel in der Zentrale. Jetzt aber gefordert als Kopfballspezialist. Lüsker ist da. Gut nachgesetzt von Deichmann. Oh, Handspiel kurz und zögerlich reklamiert von Holzhauser in der Mitte. Spiel läuft weiter, habe ich nicht gesehen. München bleibt dran. Nächste Szene. Und jetzt die Kontermöglichkeit. Tafazofa. Wird gelegt von Frenetzi, gibt Freistoß. Richtige Entscheidung. Ja, auch Morgalla hat es erwischt. Bislang kommt er ohne Karten aus. Lars Erbst, ich habe es erwähnt, einmal hat er dieses Duell schon gepfiffen, 2020 im Dezember. Damals gab es 5 gelbe Karten und hier im Doppelpack geht es auf den Fuß von Morgalla. Das Foul hier ist dann unstrittig von Frenetzi. Seitenverlagerung. Mockenhaupt für Würz in die Tiefe für Eidel. John Eidel. Kommt nicht ganz dran. Gut aufgepasst von Hiller. Kann den Ball abfangen, sonst wäre sie richtig gefährlich geworden. Und immer wieder auch im Vorlauf der gefährlichen Szenen, der Offensivaktionen der Gastgeber. Diese Seitenverlagerungen, diese Diagonalbälle hinten raus. Sowohl von Fechner als auch von Carstens. Öffnen das Spiel gut aus der Defensive heraus, die Wiesbadener. Morgalla. Ah, ein bisschen lässig gespielt den Pass. Kontermöglichkeit, wenn sie es gut ausspielen. Wurz, rechts ist Platz für Mockenhaupt. Danke für Eidel, etwas zu weit. Aber der Australier macht auf mich so ein bisschen den Eindruck, wenn es nicht ganz so läuft, wie er sich das vorstellt, dann lässt der körperliche Einsatz auch relativ schnell nach. Winkt da relativ schnell ab, statt den Ball nochmal hinterher zu gehen.
kann die Perspektive hier aber auch verzehren. Für meine Begriffe hätte er den Ball aber noch erreichen können und vor dem Einwurf retten können. Deshalb gab es auch die kurze Beschwerde von Brooklyn Eze in Richtung seines Mitspielers. Carstens. Eze. Gut verteidigt von Morgalla. Morgalla. Lang. Verlat. Auch einer, der hinten seine Aufgaben erledigt, ab und an mal wackelt und vorne gerne mal in der 90. Minute noch einen reinwuchtet nach einem Standard. Heute hat er selber einen kassiert nach einem Standard. Das Tor in der 10. Minute. Nach wie vor das Tor des Tages bislang von Gino Fechner. Hollerbach gegen 3. Der Dribbelkünstler aus Wiesbaden. Ball weiter in die Wiesbadener rein. Aydel. Und dann ist die Chance verpufft. Bisschen zu viel klein-klein von den beiden. Anspielstation allerdings auch nicht offensichtlich. Nach einer guten Stunde weiterhin 1-0. Verdiente Führung, aber weiterhin auch eine trügerische Führung mit einem Tor Vorsprung. Und je länger das Spiel dauert, desto nervöser wird mit Sicherheit auch Markus Kauzinski an der Seitenlinie werden. Ein Lucky Punch. Der kann im Zweifel immer mal passieren. Boyamba. Steinhardt. Deichmann, Holzhauser. Der neue Mann von Benedikt Hollerbach. Rustikal begrüßt. Gibt einen Freistoß. War keine Torschussdistanz. Ja, wobei, könnte man sogar noch versuchen. Karzo an der Grenze. Braucht ein bisschen Kraft. Vielleicht ist Holzhauser so einer. Ja, der versucht direkt Gefahr auszuüben auf den Kasten von Lüska. Kurze Variante. Frenizi. Oh, die Flanke wird länger. Da hat sich Lüska ein bisschen verschätzt. Frenizi mit dem ersten Aluminiumtreffer des Tages. Und da wäre auf einmal und beinahe so ein bisschen aus dem Nichts der Treffer für 60 gewesen. Und eben der Ausgleich. Frenizi, schauen wir gleich nochmal drauf. Angriff läuft weiter. Wörl. Boyamba. Holzhauser, aber geklärt von Carstens. Verlat. Deine Druckphase jetzt der 60er. Wörl. Holzhauser. Wieder für Wörl. Frenizi. Die zweiten Bälle landen jetzt bei 1860. Boyamba, nicht gut geklärt. Und dann sieht der Holzhauser zwar im Rücken, unpräzise der Ball gespielt, aber nach wie vor die Münchner im Ballbesitz. Jetzt zunächst einmal die Drangphase. Unterbrochen. Einwurf gibt es auf Höhe des 16ers. Beste Phase jetzt der Gäste. Boyamba. Situation erstmal beruhigt und auch Markus Kauzinski und alle Wiesbadener Fans werden jetzt einmal durchschnaufen. Da hat sich Lüska ein bisschen verschätzt bei dem Ball von Frenizi. Und 60 macht weiter Druck. Frenizi. Morgalla. Holzhauser. Wörl. Ja.
Galla gegen Hollerbach. Setzt sich durch. Und dann Querschläger im 16er. Die Defensive der Wiesbadener kommt etwas mehr ins Wanken als noch in Durchgang Nummer 1. Mehr Druck jetzt von den Löwen. Und die Fans sind auch da. Man hört aktuell die Gäste aus München, die knapp 2000 mitgereisten. Nächster hoher Ballgewinn, Boyamba. Dann ist es ein Foulspiel gegen Taferzofer. Und hier nochmal die Szene. Frenetzi, der kurz ausgeführte Freistoß. Und dann wird dieser Ball lang und länger. Erst der Schritt raus von Lüska. Und dann kann er den nur noch an die Latte beten. Der hätte sich richtig schön hinten reingesenkt. Aber Glück gehört eben auch dazu, wenn man aufsteigen will. Und das hatte der SVW in Wiesbaden in dieser Situation. Hollerbach. Kucklin Ise, unverhofft kommt oft, kriegt den Ball wieder in die Füße gespielt vom Gegner. 6500 Zuschauer haben es geschafft, das ist also die offizielle Zahl. Und hier sehen wir schon einen, der sich bereit macht. Nach Verletzungspause, Ivan Pretain hat die letzten zwei Tage mittrainieren können. Markus Kaczynski hat vorgestern mir noch gesagt, den nehmen wir auf jeden Fall in Kader. Und dann schauen wir mal, ob es ein Fenster für ihn gibt. Und das sieht so aus. Also, komm zurück, zweitbester Torschütze nach wie vor des SVW in Wiesbaden. Und auch Benedikt Hollerbach beendet seinen Arbeitstag, hat sich aufgeopfert, hat viel gerackert, viel nach hinten mitgearbeitet. Gute Partie, ohne eigenen Treffer belohnt. Er wird es überleben. Benedikt Hollerbach, solange es 1-0 bleibt oder die Führung noch ausgebaut wird, für ihn alles in Ordnung. Also Ivan Pretain und Kearns Froese sind nun in der Partie. John Idale, der Zweite, der den Platz verlassen hat. Da war direkt Pretain mal mit dem Kopf. Aber keine Gefahr für Hiller. Holzhauser hat die Partie belebt. Mit dem Ball für Boyamba. Probleme bei der Ballkontrolle, sonst hätte sie richtig gefährlich werden können. Aber Raphael Holzhauser macht das gut, hat sich sofort integriert. Bringt Struktur in das Spiel der Münchner. Sofort mit seiner Einwechslung. Wurz zweimal gefährlich vor dem Kasten von Arthur Lüsker. Das war der zweite neue Kearns Froese. Oh. Wurz mal kurz rustikal im Sprachgebrauch da von der Wiesbadener Bank. Und hier wurde es sportlich rustikal und es gibt die erste gelbe Karte der Partie. Freistoß für den SVW in Wiesbaden. Steinhardt, der neue Kapitän, mit dem Foulspiel gegen den anderen Kapitän, gegen Wurz. Nächster Runa-Ball für die Wiener. Wir haben es in der Pause gehört. Das trainieren sie, das können sie gut. Nächster Ball von Wurz. Wieder auf den Kopf von Jakobsen. Das hat im ersten Durchgang schon hervorragend funktioniert. In dem Fall keine Gefahr.
Kurzer Blick noch auf den Konkurrenten aus Elversberg aus Sicht des SVW in Wiesbaden. Da noch torlos 0:0, also Stand jetzt rückt Wiesbaden 2 Punkte ran an Rang 1. Aber so weit sind wir noch lange nicht. Noch gute 20 Minuten zu spielen. Vrenetzi mit dem Pass in die Mitte. Und kunstvoll wollen sie es da lösen. Bär mit der Hacke. Will einen Eckball gesehen haben, bekommt er nicht. Aber wieder schön gespielt von den Löwen. Vrenetzi, guter Ball. Und dann waren es die beiden 15er gegeneinander. Bär gegen Rheintaler. Nicht einwandfrei aufzulösen aus den Bildern, wer da tatsächlich zuletzt am Ball war. Entscheidung ist Abschluss. Stadion erhebt sich für den SVW in Wiesbaden. Prompt der technische Fehler. Der Einwurf für die Löwen. Steinhardt. Koyamba. Holzhauser sofort attackiert von Carstens. Oh, 60 wird gefährlicher, wird dynamischer in ihren Offensivaktionen. Sinne bei Wien Wiesbaden müssen wieder etwas geschärft werden. Etwas mehr als 70 Minuten durch. Morgalla für Vrenetzi. Nicht gelungen. Aber auch die zweiten Bälle landen jetzt vermehrt bei den Gästen. 60 jetzt besser. Holzhauser. Bär holt sich den Ball. Koyamba. Deichmann. Aber auch da wieder gut gestellt von Rheintaler. Abstoß vom Kasten. Der Gastgeber. Aber die Kräfteverhältnisse haben sich etwas gedreht jetzt in diesem zweiten Durchgang. Man muss ja auch sagen, tabellarisch ja, ist Wien Wiesbaden deutlich vor den Münchner Löwen. Stand jetzt 13 Zähler. Aber 1860 München, ein Team, das gerade in der Hinrunde gezeigt hat, was sie auch für eine Leistung bringen können und auch konstant bringen können, zu was sie imstande sind. Beim Hinspiel, ich erinnere daran, hat sich 1860 München auf dem zweiten Tabellenrang befunden. Danach ging es bergab. Also nicht zu unterschätzen, die Gäste. Doch gerne mal in der Schlussviertelstunde vor dem Tor erfolgreich. Auch da gilt es, die Sinne für Wien Wiesbaden weiter scharf zu halten. An der Trainerbank, das können Sie nicht sehen, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer. Maurizio Jakobacci, der ist immer wieder völlig außer sich, will da immer wieder Zeitspiel bei den Wiesbadenern sehen. Hat sich schon einmal mit der Bank angelegt, das haben wir einmal kurz über die Außenmikrofone gehört. Da ging es etwas rüder zur Sache. Jetzt gab es einen kleinen Anpfiff für den Balljungen, dass es doch bitte schneller gehen soll mit der Spielfortsetzung. Also Jakobacci mit vollem Einsatz an der Außenlinie dabei. Froze. Neuer Mann, Froze. Und dann trifft er bei den Schiedsrichter. Schiedsrichter ist Luft, vermeintlich. Und deshalb wird das Spiel an der Stelle unterbrochen. Nach wie vor gute Spielleitung, wie ich finde, von Lars Erbst. Eine gelbe Karte gab es. Ansonsten hält er sich unauffällig. Für den Schiedsrichter ja immer auch ein Kompliment. Steinhardt. Deichmann. Verlaat. Wiesbaden läuft jetzt etwas anders an. Vorne in der Spitze Pretein, aber Wurz und Froze lassen sich jetzt noch mehr zurückfallen, sodass Wiesbaden das Ganze vor dem eigenen 16er noch mal kompakter gestaltet als im ersten Durchgang.
Steinhardt. Boyamba. Versuch des Anspiels auf Bär, nicht geglückt. Jakobsen. Zusammenspiel mit Mockenhaupt. Gut gelöst die Situation von Bjarke Jakobsen gegen drei. Das Beste, was er machen konnte, den Freistoß rauszuholen. Und der nächste Wechsel steht an, wenn ich das richtig sehe. Genauso ist es. Taffer Zofer wird den Platz verlassen. Hatte zwei Möglichkeiten. Einmal dieser halbe Heber, halbe Pickenschuss. Und dann nochmal der etwas überhastete Abschluss zu Beginn der zweiten Hälfte, wo rechts Mockenhaupt relativ frei war. Mrossa kommt in die Partie. Wiesbadener Urgestein. Fünfmal hat er schon gegen 1860 gespielt. Die meisten Spiele im Wiesbadener Kader gegen die Münchner in der dritten Liga. Eine Niederlage gab es nur für ihn. Carstens Versuch, Froese auf die Reise zu schicken, gelingt nicht. Schlussviertelstunde bricht an. Holzhauser. Brenetzi. Flanke zu unpräzise. Er ist vielleicht die Kontermöglichkeit über Parteien. Aber Holzhauser arbeitet gut zurück. Gefällt mir richtig gut, wie der dem Spiel seinen Stempel aufdrückt. Holt sich jetzt den Ball auch ganz hinten. Raphael Holzhauser. Steinhardt. Ja, Fechner lieber auf Nummer sicher. Einwurf 1860 München. Alle Spieler jetzt in der Hälfte der Wiesbadener. Vrenetzi könnte schießen. Vrenetzi schießt! Und dann liegt Boyamba im 16er, gibt keinen Elfmeter. Schauen wir gleich nochmal drauf. Kontermöglichkeit. Unterbunden von Verlaat. Wiesbaden muss aufpassen. Und die Schlussviertelstunde, das ist nicht ihr Terrain. Nur Zwickau kassiert mehr Tore als der SVW in Wiesbaden in der Schlussviertelstunde. 16 Mal hat es da schon im Kasten von Lüsker geklingelt. Und auch hier wurde es gefährlich. Erstmal der Abschluss von Vrenetzi. Eze rutscht dann noch am Bildrand aus. Fieser Aufsetzer. Und dann hier ist es auf den ersten Blick kein Foulspiel, sondern Mockenhaupt, der den Ball klärt. Boyamba zwar noch mit erwischt. Wir schauen nochmal drauf. Sauber geklärt von Sascha Mockenhaupt. Auch hier wieder gutes Auge vom Schiedsrichtergespann Lars Erbst und seinen Assistenten Manuel Bergmann und Tobias Endries. Wir haben schon an der Seite gesehen, bei den Münchnern wird nochmal offensiv gewechselt. Finn Lakenmacher macht sich da bereit. Und einer der Torschützen aus dem Hinspiel, Meris Genderovic, steht auch an der Seitenlinie, wird dann bei nächster Gelegenheit aufs Feld kommen. Ja,
Also da nochmal volle Offensivpower bei den Löwen. Die wollen hier was mitnehmen aus Wiesbaden und sie schicken sich an, das auch spielerisch zu untermauern. Ein Ausgleich wäre zum jetzigen Zeitpunkt nicht mehr unverdient. 60 hat die Spielkontrolle, 60 spielt nach vorne. Und gute Nachrichten aus Wiener Sicht, aber von den anderen Plätzen, beziehungsweise vor allen Dingen von einem Platz. Osnabrück führt 1:0 gegen den SV Elversberg. Simakala, der Torschütze für die Osnabrücker. Und damit wären es nur noch 4 Punkte bei jetzigem Spielstand. Aber dafür müssen auch erstmal die eigenen Hausaufgaben gemacht werden. Es gilt Minimum noch 10 Minuten zu überstehen. Gegen immer besser werdende Münchner. Also hier, Meris Genderovic kommt in die Partie. Und da haben wir Finn Lakenmacher, den 22-jährigen Stürmer. 7 Tore hat er diese Saison schon gemacht. 12-mal als Joker unterwegs gewesen. Also einer, der auch trifft, wenn er kommt. 60 geht auf den Ausgleich. Skenderovic, der ist für Morgalla in die Partie gekommen. Also die Abwehrkette hinten wird jetzt zu einer Dreierkette. Finn Lakenmacher für Marcel Bär, wenn ich das richtig gesehen habe. Boyamba darf wieder zurück. Jakobacci weiter angezündet. Weiter emotional. Kaum mal eine Phase, wo er auf seiner Trainerbank Platz nimmt. Sammelt Meter in seiner Coaching-Zone. Verlat. Holzhauser. Ja, Ballverlust Skenderovic. Konterchance. Carstens schaltet sich nach vorne mit ein. Durchgesteckt auf Wurz, unpräzise gespielt, Ball ist aber noch am Leben. Wurz. Jakobsen, Wurz. Mockenhaupt. Mockenhaupt, Pritain, Pritain, das wäre doch eine Geschichte gewesen. Frisch zurück von der Verletzung und dann das Tor, aber Szene ist noch heiß, Eze, weggerutscht. Wieder im Vorwärtsgang. Frenetzi. Wiesbaden jetzt aber wieder aggressiver in der Verteidigung. Rechts wieder Pretain. Ivan Pretain, das Tor für Wien! Was für ein Hammer! Und da haben wir doch die Geschichte. Ivan Pretain. Und wir drücken gleich nochmal auf die Stoppuhr, wie viele Minuten es gedauert hat. Für den Stürmer. Saisontor Nummer 12. Für den Kroaten. Und was für ein Hammer. Keine Chance für Marco Hiller im Kasten. Eingeleitet von Mrossa. Und dann mit allem, was er hat. Nicht nach rechts, nicht nach links geguckt. Zack auf die Überholspur. Der Schuss hatte kein Tempolimit. Und das zu einem maximal günstigen Zeitpunkt. Druckphase und Drangphase. 1860 München, die gelbe Karte nimmt er gern mit. 5 hat er. Die Gelbsperre hat er schon abgesessen. Das ist Nummer 6 für ihn. Wird ihm herzlich egal sein. Ivan Pretain und Maurizio Jakobacci ist natürlich bedient. 16,5 Minuten hat es gedauert. Danke an der Stelle an die Kollegen, die mir das gerade aufs Ohr geflüstert haben. Also 16,5 Minuten nach der Verletzung. Macht Ivan Pretain genau da weiter, wo er vor der Verletzung aufgehört hat.
Holzhauser. Reintaler mit dem Kopf zur Stelle. Wie sieht die Reaktion der Löwen aus? Es gab mal so ein Fußballspiel, auch unter Beteiligung des SVW in Wiesbaden, ist gar nicht so lange her, gegen Freiburg 2. Da stand es 2-0 für Freiburg. Innerhalb kürzester Zeit, kurz vor Schluss, 4 Tore. Der Ausgleich für Wien und dann in der 90. und 90 plus 2 noch 2 Tore für Freiburg. Also dass auch ein 2-0 noch kippen kann, hat der SVW in Wiesbaden selber schon mal bewiesen. Aber sieht jetzt natürlich gut aus für die Gastgeber, ist auch ganz klar. Boyamba. Holzhauser. Messi gegen Frenetzi, gut aufgepasst, den Pass antizipiert. Kontermöglichkeit. Froze. Abgekocht. Von Steinhardt. 60 jetzt hinten mit Dreierkette. Wörl. Skenderovic. Mayamba. Gegen zwei, gut zugestellt von Fechner und Mockenhaupt. Holzhauser. Sofort aggressiv angegangen von Mrofsa. Von allen hier in Wiesbaden nur Beppo gerufen. Spitzname, den ihm sein Bruder verpasst hat. Der Beppo hat serviert zum 2-0. Einwechslung hat sich gelobt. Eine Joker-Koproduktion beim SVW in Wiesbaden. Reintaler. Jakobsen, auch der macht ein richtig gutes Spiel. Beim 1-0 entscheidend beteiligt. Immer wieder Sicherheit und Stabilität im Aufbau gebend. Mockenhaupt. Froze, keine gute Ballannahme. Zweiter Ball beim Rofsa. Eze. Rofsa. Mockenhaupt. Bittain. Ja, der hat Torhunger. Der hat, um in dem Wortspiel zu bleiben, der hat lang nicht gegessen. Dann hat er eben die Vorspeise gehabt und will sich jetzt nochmal einen Hauptgang servieren. Ivan Bretain. Ein paar Minütchen hat er noch Zeit. Und die Wiesbadener Fans natürlich sind gut drauf. Sie wissen um das Zwischenergebnis in Elversberg. Sie wissen um den Vorsprung in der Tabelle vor dem Relegationsrang 3, mit dem man ja immer noch aufsteigen könnte. Das Leben als Fan des SVW in Wiesbaden ist gerade ein schönes. Wurz. Nächste Kopfballchance. Wieder Bretain. Keine Gefahr für Hiller. Lakenmacher. Leichter Ballverlust. Wurz. Auch der mit einem leichten Ballverlust. Boyamba. Nochmal die 60er. Vielleicht die letzte Möglichkeit, hier nochmal Feuer ins Spiel zu bringen. Holzhauser. Boyamba. Holzhauser. Deichmann. Oh, dann haut er sich selber weg in der Mitte. Das war Meris Skenderovic, der sich da selber die Beine unterm Leib wegzieht. Sonst hätte er hier nochmal zum Abschluss kommen können. Hier der Ballverlust von Vrenetzi gegen Mrofsa und der mit gutem Auge für Bretain und der Rest. Muss ich gar nichts zu sagen. Bilder sprechen für sich. Für 1860 München wird damit die Mission Aufstieg, die man ohnehin wahrscheinlich schon zu den Akten gelegt hat, intern immer unwahrscheinlicher. Aber auch die Qualifikation für den DFB-Pokal rückt in immer weitere Ferne. Vor der Partie hätte man auf Rang 5 einlaufen müssen. Da waren es 7 Punkte Rückstand, um sich noch für den DFB-Pokal zu qualifizieren. Im Landespokal ist man rausgeflogen.
Dementsprechend drückt auch das in weite Ferne. Auch das natürlich für einen Club dieser Historie von 1860 München eine halbe Katastrophe im höchsten Pokalwettbewerb in Deutschland nächste Saison potenziell nicht vertreten zu sein. Und für wen könnte die Aufstiegsreise nächste Woche eine Fortsetzung finden? Dann geht es gegen Duisburg und dann Heimspiel gegen den Tabellenletzten aus Meppen. Zwei machbare Aufgaben. Duisburg, Tabellen 13. Meppen, wie gesagt, auf Rang 20. Nachspielzeit ist angebrochen in Wiesbaden in der Brita Arena. Drei Minuten gibt es obendrauf. Und es gibt nochmal Wechsel. Dennis Kempe kommt in die Partie. Zwei Kempes, die aufsteigen wollen. Dennis Kempe mit dem SVW in Wiesbaden. Bruder Tobias, bei dem sieht es ja auch ganz gut aus beim SV Darmstadt 98. Brooklyn Eze geht runter mit Applaus bedacht. Hat ein gutes Spiel gemacht, hat mir sehr gut gefallen. Also nochmal Kempe, der ein paar Minuten schnuppern darf. Und der Mann, der im Hinspiel getroffen hat, kommt für den Capitano, kommt für Johannes Wurz. Auch der hat sich aufgearbeitet. Das 1:0 mit vorbereitet mit seiner Ecke. Und Najar, der im Hinspiel getroffen hat, kriegt auch noch ein paar Minuten. Der Deutsch-Tunesier. Und Sie haben gerade eben gesehen bei Johannes Wurz die Erleichterung, das schwere Spiel gegen 60 gut zu gestaltet zu haben, voraussichtlich gewonnen zu haben. Big Point gelandet zu haben im Aufstiegskampf. Nochmal ein rustikales Foul, rustikales Einsteigen gegen Froese. Das muss nochmal eine gelbe Karte geben. Und genau so ist es. Niklas Lang, eine ohne Folgen. Seine erste in der laufenden Saison. So, noch 20 Sekunden offiziell und dann ist der nächste Dreier eingetitelt für den SVW in Wiesbaden. Markus Kocinski trotzdem noch der Coach bis zum bitteren Ende. Man zeigt auch die Einstellung, die sie an den Tag legen in Wiesbaden. Weiter, immer weiter. Verlat nochmal vorne im Sturmzentrum unterwegs bei den Münchnern. Nachspielzeit ist abgelaufen. Markus Kocinski zieht sich schon mal an, macht sich schon mal frisch für alles, was jetzt nach der Partie kommt, die jetzt beendet ist. Lars Erbst hat genug gesehen, der SVW in Wiesbaden landet einen Big Point im Aufstiegskampf, gewinnt ein schweres Heimspiel gegen 1860 München. Am Ende verdient mit 2:0 mit der Cinderella-Story Ivan Pretein, der nach überstandener Verletzungspause direkt zum Torerfolg kommt mit einem wuchtigen Treffer, mit einem Traumtor. Das 1:0 in der ersten Halbzeit, in der 10. Minute. Der Kopfballtreffer von Gino Fechner. Und man sieht die Erleichterung hier in den Gesichtern des SVW in Wiesbaden. Das sind Bilder, schön zu sehen aus hessischer Sicht. Noch schöner aus hessischer Sicht fast schon das Endergebnis auch aus Elversberg. Auch das läuft für den SVW in Wiesbaden. 1:0 ist es ausgegangen für Osnabrück gegen den SV Elversberg. Also der Blick kann Richtung Rang 1 sogar gehen bei den Hessen. Und Markus Kocinski, auch der ist gelöst. Wer weiß, das war jetzt eine der schwierigeren Aufgaben im Saisonendspurt, die wir zu bewältigen hatten. Und sie haben sie erfolgreich bewältigt. Mit einer disziplinierten Leistung die Druckphase der 60er überstanden zwischen der 60. und 80. Minute, selber dann nochmal eiskalt zurückgeschlagen
wirklich gutes Spiel. Das SV in Wiesbaden. Und gleichzeitig auch, und dieser Sieg hat eine historische Dimension, der erste Heimsieg überhaupt des SVW in Wiesbaden gegen den TSV 1860 München. Das gab es noch nie, betröppelte Gesichter natürlich bei den Gästen. Also in einer solchen Saison, in einer potenziellen Aufstiegssaison, es wäre die dritte im Übrigen beim SVW in Wiesbaden, der dritte Aufstieg in die zweite Liga, passieren eben auch kleine historische Dinge. Und somit kann man die Heimbilanz gegen die Löwen ein bisschen aufbessern. Und natürlich gehen sie sich jetzt nochmal bei den Fans den Applaus und den Dank auch abholen für diese Leistung. Können sich bedanken für die Unterstützung. Die heute lautstark war. Wir haben es gesehen, 6.500 Zuschauer knapp, die im Stadion waren, in der Brita Arena. Und ein gutes Fußballspiel gesehen haben. Schauen Sie sich Ivan Pretain an. Sofort aber auch wieder der Kreis von Markus Kauczynski. Sofort wieder das Augenmerk richten auf die nächsten Aufgaben, die da kommen. Auf das Auswärtsspiel in Duisburg, aber dann darf man auch mal feiern. Das ist ja auch ganz klar. Und ich höre gerade, Markus Kauczynski ist auf dem Weg zu Sebastian Ried. Dann will ich hier nicht länger was von mir geben vom Kommentatorenplatz, was bei weitem wahrscheinlich nicht so interessant ist wie das, was der Trainer zu sagen hat. Runter zu dir, Sebastian. Und danke schon mal von meiner Seite hier am Kommentatorenplatz. Ja, vielen Dank, Daniel. Markus Kauczynski winkt noch mal ins Publikum, wird gefeiert. Markus, Glückwunsch zum Sieg. Dankeschön. Das war eine sehr disziplinierte Leistung und die Tore zum richtigen Zeitpunkt gemacht, oder? Ja, das war ein taktisches Spiel, das haben wir uns vorgenommen. Wir wussten, welche Klasse 1860 vorne hat. Heute sind wir echt total diszipliniert, wie ein Spitzenteam aufgetreten und haben eiskalt zugeschlagen. Lassen Sie uns gleich mal auf das Führungstor blicken. 10. Minute, Gino Fechner, der trifft ja gar nicht so oft. Nee, das war wirklich nicht. Ne? Das war ein Eckball von Wurz, einstudiert. Ja, wir haben auch den langen Pfosten immer aufgesetzt mit Jake, der dann reinköpft. Wir haben halt große Jungs stark gemacht, auch von Gino, freut mich für ihn, er bringt klasse Leistung die letzten Wochen, holt sich hier seine Belohnung ab. Wir haben heute ein bisschen öfter über Benedikt Hollerbach geredet, auch wegen seiner Vergangenheit mit 1860 München. Wir können auch gleich mal eine Chance von ihm zeigen in der 53. Minute. Mhm. Er hat zwar nicht getroffen, seit 5 Spielen ohne Treffer, aber er ist trotzdem extrem wichtig für die Mannschaft. Ja, er arbeitet oder? Fürs Team, geht unheimlich viele Wege, hat ein bisschen Pech im Moment. Ja, er wird irgendwann treffen, wenn wir nicht mit rechnen. Von daher alles gut. Erste Halbzeit, sehr, sehr souverän. Zweite Halbzeit, gab es da eine Phase, in der 60 München stärker ins Spiel kam? Gab es auch einen Distanzschuss von Frenesi? Das musste man überstehen. Ja, haben wir überstehen müssen. Erste Halbzeit war super vom Positionsspiel. Ballbesitz waren wir lange nicht so gut, sehr diszipliniert und immer gefährlich gewesen. Hatten auch 2, 3 Chancen mehr. Und dann Anfang zweiter Halbzeit haben wir die Bälle nicht so gut gehalten, sind nicht so gut rausgerückt. Es war nicht richtig gefährlich außer dem Ding. Aber da kann man natürlich weiter besser nach vorne spielen. Dann wollen wir natürlich zum Abschluss auch noch mal auf das 2:0 blicken von Ivan Pretain, der ja lange verletzt gewesen ist, ja. Muskelfaserriss. Wie sehr haben Sie ihm das heute gegönnt? Und das war ja auch ein Hammer. Ja, er hat die Woche trainiert. Wir wussten gar nicht, wie lange er kann. Wir dachten so 10 Minuten. Dann haben wir gesagt, wir brauchen ihn vorne, Bälle zu halten. Dann kommt er in so einen Umschaltmoment und den trifft er natürlich überragend. Ja, wunderschönes Tor. Jetzt sind 6 Punkte Vorsprung in der Tabelle auf einen Nicht-Aufstiegsplatz, auf den Relegationsplatz. Es gab schon mal so einen Moment in der Saison, da hat man auf die Tabelle geguckt, dann ging es schief. Haben die Spieler jetzt Tabellenguckverbot in Wiesbaden? Nein, ich glaube, wir haben unsere Lehren daraus gezogen und wir reden wirklich nur über das Spiel, wir reden nur über unsere Verhaltensweisen. Und wir haben gesehen auch wieder, was wir investieren müssen und dass ein Spiel immer auch in eine andere Richtung kippen kann. Wir bleiben auf dem Boden, arbeiten weiter, nehmen das nächste Spiel. Markus Kauczynski, vielen lieben Dank. Gerne. Ja, das war's dann auch hier aus Wiesbaden. Der SVW in Wiesbaden bleibt auf Aufstiegskurs, gewinnt 2:0 gegen 60 München. Am Montagabend gibt's das Heimspiel wieder aus der Ebbelwoi-Kneipe. Der Fußball-Talk lege ich Ihnen sehr ans Herzen. Ansonsten vielen lieben Dank fürs Zugucken. Kommen Sie gut ins Wochenende. Ciao.